Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infinity. Mit Hallo. Dabei ist der Dani, der irgendwo rumgeistert. Wo ist er denn? Bin ach, hallo Dani. Ach, Entschuldigung, Lärmann. So ein Schweinchen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Bin geflüchtet, weil da waren feindliche Monster. Ganz die waren böse. Feindlich. Und wir haben das Modpack geupdatet. Yeah. Mal gucken, was es dann so Neues gibt. Was ich schon mal gehört habe, ist, dass die Pflanzen bei Botania deutlich mehr Mana produzieren sollen mit dem Update. Mal gespannt, ob das so ist. Gut, das haben wir jetzt nicht wirklich beobachten können. Aber wir haben schon mal einen kompletten Pool voll und einen so ein Viertel voll. Das finde ich schön. Mit den paar Blümchen ist ja schon mal einiges. So, zu essen haben wir auch einiges. Das muss ich jetzt auch mal schnell hier machen. Also irgendwie so richtig rund läuft es noch nicht. Hey, Mondraub! Ein Schwein! So, ich will mir schnell mal Brötchen machen. Brauchst du auch was zu essen? Gerade eigentlich nicht. So, ich habe noch ein paar Stacks Äpfel von Apfelbäumen. Du weißt ja, dass du aus dem Weizen Mehl machen kannst und Mehl direkt in den Ofen packen und kriegst dann Brot raus. Na, weichtet euch, weichtet euch, weichtet euch. Hä, wo ist mein Eisen? Ach da. Ja, weiß ich. Ich okay. Ich bin halt der Schlauste. Ach. Den die Welt noch nie gesehen hat. Ach. Und das soll ich dir jetzt glauben, oder was? Warum ist dein Hut eigentlich halb durchsichtig? Ist meine bei dir auch halb durchsichtig? Welcher Hut? Du hast gar keinen auf, oder? Ich hab keinen Hut auf. Warte mal, ich hatte doch. Wo ist denn der T-Rex? Da ist der T-Rex. Tada! Done! Na? Oh mein Gott! Er ist so gefährlich! Bei mir hattest du davor keinen Hut auf. Nee, ich hatte davor wirklich keinen Hut auf. Ich hab grad bemerkt, dass ich den noch gar nicht eingescannt habe. Meine Wenn's ursprüngliche Frage, ist mein Hut jetzt durchsichtig oder nicht? Oh, gerade nicht. Stell's um deines durchsichtig. Wächst mal deinen Hut bitte. Wir wissen, ob irgendwas mit der Grafik spinnt oder ob ich spinne. Nein, man kann den Hut so ein bisschen unsichtbar einstellen. Ach so. Stimmt, es ist aber dir noch unsichtbarer als vorher. Stell mal auf ununsichtbar durch, also auf voll sichtbar. Okay. Muss ich jetzt aber einen neuen einstellen. Ah, perfekt, okay. Daran liegt's bei der Einstellung. Dann bin ich glücklich und zufrieden und kann jetzt hier weiterspielen. So, apropos weiterspielen, was machen denn eigentlich unsere Hühnchen? Hat das hier alles den Serverumzug überlebt? Hey, es droppen Eier noch oben raus. Ich glaube, die Kiste ist voll. Oh, die Kiste ist voll, wie zu erwarten war. Du brauchst wohl mehr Bäume. Weiß ich nicht. Oh, warum lädt denn der nicht? Jetzt lädt er nach. Honey. Verfolgst du mich jetzt? Ah. Inversion der Chickens. Bam, 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 bam. Nein, komm ich überhaupt so weit? Habe ich keine Eier mehr? Doch, da. Au, Penner. Alter, das ist ja fast One-Hit. Nein. Alter, das war knapp. Eiermörser! Wir sollten mal produktiv werden langsam, oder? Also, hä, sind wir das doch nicht? Und also, wir sind haben, sehr produktiv. Eiermörser! Wir haben gesagt, dass wir... ich geh mal Kühe füttern. Und wehe, du haust mich, ich hab nur noch ein halbes Herz. Nein, es ist keine Herausforderung. Alter, irgendwie... Also du solltest, das ist keine Herausforderung und ich soll und noch einmal schlagen, bis du tot bist, nicht in einem Zusammenhang hängen. Ja, nee. Es ist mir danach auch aufgefallen. Wie reagiert denn der Server bei dir gerade, wenn du irgendwie was abbaust oder irgendwas machst? Verzögert oder reagiert er gleich? Gleich. Allerdings bist du bei mir bei Skype komisch. Echt? Ja. Aber warum?
Du bist bei mir in Also bei mir Skype funktioniert es völlig ganz gut. normal. Oh Bau mal einen Gott! Block ab. Ja toll, Blocker bauen Oh geht natürlich Gott, oh sofort. Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Ja, wo schieß ich denn durch? Taumcraft. Wow. Ah, ich muss in mein Haus. Das ist so gruselig. Oh Okay. Gott. Ein sehr undurchsichtbarer Nebel erscheint von irgendwo. Irgendwas ist in seinen Tiefen. Oh Gott. So, ich baue jetzt mal eine zweite Kiste, damit die Hühnchen da ein bisschen hier noch mehr Eier aus ihren Anussen pressen können. Was ich mal fragen würde, kennst du ein Kommando, mit dem man das Warp entfernen kann? Weil es ist so gruselig. Nope. Selber schuld, wenn du so einen Kack die ganze Zeit erforscht. Ich hab doch 15 Glück. Hey, ich hab doch nur giftiges Wasser erforscht. Was kann ich denn dafür, Ja, wenn der pinkelst Wasser... alles voll, rennst einfach rum. Immer das gleiche mit dem Herrn Daniel. Ja, gehen wir mal zurück. Oh, ich weiß Okay. jetzt Bin nicht ich froh, dass wirklich, ich ob diese da was Schlimmes blöde ist. Hühnerfarm ziemlich weit weggebaut habe. Nee, Viecher gackern dir echt das Ohr kaputt. Na komm, komm einfach da so hinstellen, ne? Ah, perfekt. Hallo Hühnchen. Hallo Hühnchen. Hallo Hühnchen. Also Cäsar, das einzigste Schlimme, was man eigentlich im Nebel so entdecken kann, oh Gott, warum kommt jetzt noch was? Ah, ich werde angegriffen. Ah, was ist das? Was ist das? Was? Ah. Oh Ich komme mal Gott, zu das ist dir. so Ich will mal wissen, ob ich gruselig. das auch sehen kann oder ob das nur du siehst. Ah, scheiße, es tötet mich. Nein, da kommen ganz viele. Ich weiß, dass sie das Warp noch erhöhen, wenn man von denen angegriffen wird. Deswegen finde ich das gerade so scheiße. Okay. Gibt es dann irgendwie eine Möglichkeit, diese negativen Effekte wieder loszuwerden? Es gibt permanenten, temporären und normalen. Bist du in deinem Haus? Ich bin oben auf dem Haus drauf. Verdammt, ich bin runtergefallen. Nein. Bei Eldritch Guardian. Ah! Mann, das war ultra schlau, Cäsar. Ah, da ist er! Aua, der haut mich auch! Ah, nein, den ziehe ich auch. Boah, du Pisselfe, geh weg! Aua, aua! Menno! Ich komme nie wieder gucken bei dir. Hey, ich habe noch meine ganzen Sachen. Cool. Hast du auch noch deine Ich ganzen hab, Sachen? glaub. Ja, aber ich weiß auch nicht warum. Kann es das sein, dass beim Update irgendwie was schiefgegangen ist? Normalerweise aktualisieren sich ja solche Daten mit. Also, die OP-Liste war neu und die Whitelist ist auch weg. Also. Komisch, komisch, komisch. Na, ich will mich nicht beschweren. So, Kühe, Oh seid ihr schon Gott, wieder ich. wuschig? Aber es ist so scheiß gruselig. Weißt Ja, du, das Vieh ist stell dir heftig, vor. ey. Das kloppt dich zweimal und du bist im Jenseits hier. Das ist ja nicht das Schlimme. Ich meine, bei mir ist ja jetzt gerade alles total nebelig und das schießt bei mir aus dem Nichts auf mich. Ich Ich sehe bin das nicht mal. Und da kommen so aber schwarze. gerade sehr, sehr froh, dass du nicht direkt bei mir wohnst, weil sonst würde dieser komische Spacken Heinz die ganze Zeit zu mir auch kommen. Der greift mich nämlich genauso an wie dich. Habe ich gerade herausgefunden. Was? Also wenn du kommend weißt, wie ich das entfernen kann, das ist gruselig. Good morning, everyone. Oh Gott, ich habe mich gerade so total erschreckt, ist da so ein Creeper hinterm Baum, weil ich habe schon wieder gedacht, das wäre so einer von diesen Guardians. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die weg sind oder noch da sind, weil ja jetzt die Welt nicht aktualisiert werden kann, weil da keiner ist. Es war nur ein Guardian, aber. Nächstes Mal zwei. Echt? Also ich habe nur einen gesehen und einer hat mich auch nur angegriffen, aber. Mag sein, mag sein. So, jetzt könnte ich ja nicht das Feld Nee, ins sind Zweite weg. weiter. Ah, Schmodder. Oh Gott, das ist so gruselig. Weißt du wirklich nichts dagegen? Nö. Ich kenne mich auch mit Commands nicht sonderlich gut aus, muss ich hier gestehen, also. So, irgendwie. Habe ich einen echten komischen Verzug drin? Was ist denn da heute los? Warte mal. Sehr Ah, seltsam. weißt du, was ich jetzt machen werde? Weinen?
Nein, ich habe mit meinem Kistensystem noch einmal dieses, dieses komische Wasser, weil ich habe einmal zu viel davon hergestellt, weil ich total Schiss hatte, Ach, das bis Wasser ich des dann Todes? bemerkt habe, dass man nicht die ganze Zeit da drin baden kann. Hä? Nein, nicht das Toxische, sondern so ein, es gibt so ein komisches Badewasser, was man herstellen kann. Damit kann man temporären Warp kleiner machen. Also und Standard Warp ganz entfernen. Okay. Allerdings nicht permanenten Warp. Das ist der schlimmste. So, jetzt warte mal, ich hätte noch ganz gerne zwei Dayblooms mehr und dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nightshades. Boah, kann ich mir das leisten? Ja, kann ich mir das denn leisten? Wie schreibt man Seife auf Englisch? Nochmal. Soap, Soap. Ich schreibe immer Suppe. Da würde ich nicht drin baden wollen. Also zweimal gelb, einmal light blue, einmal orange. Ich habe kein gelb mehr. Ich habe kein orange mehr. Light blue habe ich aber noch. Ui, okay, wir müssen ein bisschen suchen gehen. Gelb und orange brauchen wir. Boah, das ist aber voll doof. Ich habe schon alles in der Umgebung abgegrast. Und genug Knochenmehl, dass ich mir da jetzt den speziellen Bothornia Fertilizer machen kann, aber jetzt auch nicht. Jetzt reagiert das aber wieder verzögerungsfrei. Also irgendwas ist seltsam gerade. Ich weiß es ja nicht. Und was machst du jetzt so? Seife und weinen? Mich erschrecken. Ist das Vieh Oh, immer noch da, oder was? nein, es Cool, ist weg. Gardens. Garden, Aber Garden, trotzdem. Garden, 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 Ja. Garden. Mein Inventar voll? Alter. Nein, das da will ich haben. Nee, was brauche ich davon nicht, was brauche ich davon nicht, was brauche ich davon nicht? Da, je für Cobblestone-Dinger. Cabbage, okay. Ich habe ein paar Gardens von Pam's Harvest Craft gefunden. Ist das mein Inventar mit lauter Gemüse voll, Mann? Mal schnell wieder zurückspurten. Es ist so angenehm, dass hier im Gegensatz zu Unstable nicht dieser olle, du kannst nicht die ganze Zeit das gleiche fressen, Mod drauf ist. Kann ich hier ganz Ehrlich einfach. gesagt, wenn ich red weiter. Nee, passt schon, ich war schon so gut wie fertig. Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich neben dir wohne oder nicht. Wenn ich in deine Nähe komme, dann kann es mir auch passieren. Das mit dem Einpinkeln war ja nicht wegen dem Wasser, sondern wegen dem Dem. Warp. Wegen dem Warp. Ja, schon, aber die Chance, dass du in meiner Nähe bist, ist ganz einfach höher, wenn du neben mir wohnst. Das heißt, die Ja. Chance, dass ich erbärmlich ins Gras beißen werde, ist relativ hoch, aber wenn du neben mir wohnst, ist es gleich noch höher. So, warte mal, wir brauchen das da, wir brauchen das da. Holz brauche ich eigentlich gerade nicht. Gold, nö. Bowls brauche ich gerade auch nicht, weil mein Inventar ein bisschen leer hier. Apples, nö. Torches nehmen wir mal mit. Die Bärchen nehmen wir auch mit. Das brauchen wir auch. Ja, den Rest können wir brauchen. So, ich brauche jetzt gelbe Blümchen. Wie ein Blumenmädchen, gib mir Blumen. Ich habe eine gelbe Blume gefunden, siehst du? Man muss nur mit der richtigen Blumenmädchen-Einstellung rangehen, dann findet man, was man braucht. Zack. So, jetzt brauche ich noch eine. Dass ich zumindest annähernd genug Schwarz und Lila und sowas habe, braucht man nämlich für die Nightshades. Also finde ich ganz cool, dass die Botanienpflanzen jetzt halt mehr Mana abgeben, weil da muss man nicht mehr so ewig warten. Weil du brauchst, um ein einziges Terra-Stil herzustellen, einen halben Pott voll Mana. Und es dauert, bis das Ding voll ist. Da musst du schon richtig, richtig extrem viele Mana-generierende Blumen haben, dass da ein bisschen was geht. So, und da ist die zweite gelbe Blume. Perfekt. Du bist so still, was ist los? Ah, ich war gerade damit beschäftigt, Dingens, Na? wie heißt das, diese Seife herzustellen. Achso. Aber ist ja doof, dass es keine Möglichkeit gibt, diese blöden Effekte permanent loszuwerden.
Die permanenten nicht. Also wenn man sich länger nicht mit Towncraft beschäftigt, dann gehen halt die temporalen und die normalen weg. Aber die permanenten kann man nur mit Comments entfernen. Und da ich mich in nächster Zeit nicht mit Towncraft beschäftigen will, weil es mir zu gruselig geworden ist, läge es mir irgendwie schon am Herzen, wenn ich das ganze Zeugs wegbekomme. Einfach nur aus dem Grund, weil wenn ich Minen gehe, dann scheint einfach in meiner Mine so ein Vieh und es tötet mich. Tja. Dann hat er Dani die Arschkarte gezogen. Ganz einfach. Genau, und das ist Und. unangenehm. Echt? Jetzt sei doch nicht so. So. Dann bauen wir noch da und da. Und dann müsste das doch jetzt eigentlich langsam mal funktionieren, dass wir hier ordentliche Mana-Produktion an den Schedhissel kriegen. So. Ah. Renn damit, renn damit, renn damit und renn damit und renn damit. Pfui. Ich wollte dich gerade besuchen kommen und weißt du, was passiert ist? Irgendein Typ jagt dir wieder hinterher und schießt Bälle auf dich. Ja. Das ist echt wie in der Schule, ne, hier. Unglaublich. Jo, Ah, und hilf mir, tja. Cäsar. Nein, ich helfe dir nicht gegen diese komischen. Au, au, Alter! ah. Alter, geh weg! Nein, der bringt mich auch um. Es ist so. Ah! Nein, 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 nein. Wo ist es? Wo ist es? Du kannst Nein, es du. killen, es ist ja nicht auf mich getan. Es ist auf dich getargetet, nicht. Ah, der haut aber ganz schön zurück, Junge. Au! Oh. Hey, wir Ich haben's habe ihn gekillt. getötet. Ich habe aber ordentlich mitgeholfen. Ich habe immer noch mein Inventar. Ja, ich Warte schalte das mal. jetzt mal aus. Nee, Oh Gott. jetzt mach mal anders. Komm mal zu mir her. Wo bist du? Da bist du. Ja. Hast du ein Schwert? Ja. Bring mich mal um. Okay. Stimmt, ich hab's immer noch. Warum? Das hängt nicht damit zusammen, dass es der Typ war. Ach so. Ich wollte nur wissen, ob das vielleicht damit zusammenhängen würde. Tut es aber nicht. Ja, ein Grab wird nämlich auch nicht mehr erstellt. Ist meine ganze Map wieder voll mit meinen Todespunkten. Das ist Naja, ja. wenn es wird natürlich kein Das Grab Ding erstellt, wenn ist. du ein Inventar behältst. Das wäre irgendwie so ein bisschen. Ja, aber nicht, dass wir dann sterben und das Ding wird nicht erstellt. Das Grab. Das wäre nämlich nochmal ein ganzes Stück arschiger. Ich kann nachgucken, auf was die Rule gest die Rule ist auf True. Soll ich mal jetzt versuchen, dich umzubringen? Nein, diesmal bringe ich dich um. Ich brauche Schwarz, Grau und Mich nicht umbringen, Lila. weil ich habe zurzeit noch diesen Effekt auf der Warp ein bisschen reduziert. Deswegen. Ja, los, mach. Deine Rüstung und so. Ach so, Gold ist stimmt, habe nicht ich ja noch. so. Ja, mach, mach, mach. Jetzt entstehen Gräber. Ah, okay, perfekt. Welches Level hast du jetzt? Gar keins. Ich hatte eh keine Level, glaube ich. Hallo? Ich hab was bekommen. Hoch. Alter. Was ist da explodiert? Ich weiß es nicht. Bei mir ist. Ich hab auch nur die Explosion gehört, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Meine Goldhose ist weg. Hey, du hast die doch an. Ich die Goldhose schon angezogen? Die ist komplett bescheuert. Oh. Woher kommen immer diese gruseligen Geräusche? Das. Also ich habe lila, ich habe grau Ah ja, Cäsar, eventuell und hast du jetzt schwarz. auch ein bisschen Warp. Nein, will ich nicht. Doch, weil wenn die Viecher einen abschießen, dann kriegt man Warp. Das Viech kann mich mal. Ist aber wirklich so. Ich will doch bloß ein bisschen Botanier gerade machen. Was passiert? Ich werde abgeschossen, getötet, gegame-ruled und was weiß ich alles. Also, so, Irgendwann zweimal wirst du schwarz, noch das. gegammelt. Nix da. Hast du Ach, Pergament. zufällig graue Blümchen? Grau? Brauchst du die Farbe grau oder brauchst du graue Blumen? Ich brauche Grey Petals. Mystical Grey Flowers machen Grey Petals.
Und daraus kann ich Nightshades machen und aus Nightshades kann ich Mana machen und aus Mana kann ich tolle Sachen machen. Ah. Ach so, das heißt, du willst nicht mein Zeug, sondern du willst tolle Sachen. Yeah. Aha. Wenn du mir direkt tolle Sachen gibst, kann ich mir den langen Umweg auch sparen. Ich hab ganz viel tolles Zeug. Ja, gib mir alles. Okay, hallo, wie wird Bad. Das jetzt zweideutig? Das war überhaupt nicht zweideutig. Du interpretierst das nur so. Good morning, everyone. So, ich brauche ein paar graue Blümchen. Ihr müsst doch hier auch noch irgendwo ein bisschen was geben. Es ist voll zäh, hier am Anfang so ein kleines Feld aufzubauen, um überhaupt mal an Mana ranzukommen. Nein, Skeletto! Ich geb dich aufs Maul! Ich geb dich aufs Maul? Ja. Natürlich. Macht Sinn, ja. Machst jetzt einen auf. Oh, ich kann Grammatik. Kann ich das nicht? Weißt du, ich schmeiß jetzt alle meine Towncraft-Sachen weg, also in mein Sortiersystem. Da machen die bestimmt keinen Schaden mehr. Weil sie überhaupt die ganze Zeit Schaden machen. Ja, aber du hast es doch schon durch die Erforschung bekommen, oder? Wie? Die ganzen, aua, negativen Effekte. Oh, Skeletto! Hast du nicht gesehen, was ich mit deinem Bruder gemacht habe? Mein Bruder ist jetzt ein Einzelteil in meiner Hosentasche. Genauso wie du. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Was sagtest du? Eine Frage. Oh. Wenn... Hä? Na, kam gerade wieder ein Zombie und hat mir ins Ohr gebürtet. War das so, jetzt ein richtiger Rülps oder war das ein Fake? Das war ein Fake. Das hat sich nämlich nicht wie ein Fake angehört. Echt? Genau, ja. Ja. Jetzt kommen auch noch Angry Zombies. Was ist denn hier los? Der irgendeine die Tür zu den Spacken offen gelassen anscheinend. Was denn? Kommt wieder irgendwas und tötet dich? Anscheinend. Da unten eigentlich. Ach toll, Fall Knights, was ist denn jetzt los? Will vielleicht noch eine Atombombe irgendwo spawnen? Hallo. Hallo. Hey, ich hab irgendwas bekommen. Chain Chestplate, cool. Das ist ja jetzt irgendwas an. Es gibt ja hier jetzt noch neue Mods. Es gibt nicht nur Steve Cards, sondern anscheinend auch Steve's Factory. Oder irgendwas ähnliches. Der ist komplett neu dazugekommen, oder was? Ja. Ich weiß eh nicht so ganz, was da jetzt alles noch gekommen ist. Ach übrigens, ich wundere, ich mache sie Folgen ein bisschen länger, weil ich mache nicht mehr so extrem viel Minecraft. Das heißt, es kommt nicht mehr täglich oder grob zweitägig wird es kommen. Deshalb sind die Folgen, die einzelnen, ein bisschen länger. Na boah. Können wir so bei 25 Minuten machen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt. Da ist noch ein bisschen grau. Jetzt weiß ich, wozu ich meinen leeren, unnützen Raum benutze. Um einen weiteren leeren, unnützen Raum hineinzubauen? Ah, stimmt. Ich könnte ihn als Kreuzung benutzen. Gott, warum muss Towncraft so gruselig sein? Tja. Dann ist das halt, ne? Wenn man was anfasst, wovon man keine Ahnung hat. Ich hab doch Ahnung davon. Also gehabt, damals ist nichts passiert. Damals! Also die Eier muss ich jetzt nicht wirklich mitnehmen. Hui! It's raining eggs! Wieso kann man die für... du weißt ja, es gibt anscheinend ja so einen Mod, mit dem man Torches auf einem Block mehrere platzieren kann, richtig? Boah, mag sein, aber mir jetzt nicht bewusst. Also, auf jeden Fall kann man aus irgendeinem Grund Fackeln auf einem Block bis zu 4 Stück platzieren. Also bis zu 4 Fackeln auf einem Block. Genau. Dann sag's halt. So, und anscheinend kannst du durch ein Glitch in diesem Mod eine Fackel auf einer Fackel platzieren, die dann in der Luft hängt, wenn neben ihr eine Fackel an der Wand hängt. Aha. Sieht komisch aus, ha? Es sieht aus wie eine fliegende Fackel, die
unter der eine Fackel ist, an deren Seite eine Fackel ist, die an einer Fackel ist. Ich habe Bambus. Ich habe wirklich Bambus. Ach, warte mal, ist es Light Grey? Brauche ich jetzt Light Grey oder Grey? Du brauchst Grey. 50 Shades. Shit. Nein, brauche ich nicht. Die gar nicht perversen! So, Ich habe apropos das nie perversen. gelesen, aber Ich auch ich nicht. kenne Leute in meiner Schule, die haben das gelesen. Allerdings weiß ich nicht, Was? warum die das gelesen haben. Keine Ahnung. Würdest du es lesen? Nö. Will ich damit? Einkaufen. Echt cool. Dann lese ich's. Kaufen Sie Magenta. 50% Warum gibt's so scheiß schneller. viele Farben, Mann? Hast du noch nicht von diesem Farben-Update gehört? Da hat man scheiß viele Farben, egal ob man sie will oder nicht. Ich finde auch die genaue Anzahlbeschreibung, die man mit scheiß viel beschreiben kann, so toll. So, aber ich würde sagen, wir haben jetzt scheiß viele Minuten in dieser Folge zusammenbekommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem Projektchen eurer Wahl. Aber natürlich auf meinem Kanal, der ist ja logisch. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Tschüss.